die Auflösung vom Euro ist nicht mehr aufzuhalten. Dazu muss man kein Prophet sein. Man braucht auch nicht Bücher darüber zu schreiben, nicht einmal die Zeitung zu lesen. Es zeichnet sich ab, wenn man den Euro mit der D-Mark, die durch eben den Euro ersetzt wurde, anschaut, wird sein Ende nicht wie bei der D-Mark über die Sonne, die auf Saturn gelangte, deutlich, was dann gewollt war. Man hat sich getrennt von der D-Mark. Man hat sie verlassen oder sie hat Deutschland verlassen. Und andere Währungen ebenfalls ihre Länder. Bei Saturn ist es aber so, dass das gewollt war, die Trennung, und man hat dann schon einen Ersatz gehabt, der 2002 am Anfang vom Jahr in den Umlauf kam. Genau das wird beim Euro nicht so sein. Der Euro, die Sonne vom Euro, die progressive Sonne vom Euro, kommt nicht auf den Saturn, sie erreicht den Neptun. Und das ist für eine Währung kritischer als der Saturn. Für einen Menschen ist der Saturn vielleicht kritischer, weil er das Ende, ein Ende anzeigt von etwas. Und meistens hat es dann mit Knochen oder oft, in den meisten Fällen, mit Knochen zu tun, im Alter zum Beispiel, aber auch bei Kindern. Also ich kenne ein Kind, das hat den Arm gebrochen und der Sonne Saturn. Das ist aber glimpflich, kann man sagen, verlaufen dann. Und bei Neptun ist das schwieriger, aber es hat bei einer Sache den gleichen oder ähnlichen Schluss dann, nämlich, dass die Sache nicht mehr existiert. Und das war beim Saturn mit der D-Mark schon auch so, aber die wurde verabschiedet. Also die wurde vielleicht damals sogar gern gegeben, gern hergegeben, um eben diese Wunderwaffe, dieses Wundermittel, dieses Kaufswertpotenzial des Euros, von dem man sich doch sehr viel versprochen hat, und der anfänglich auch, vielleicht nicht ganz am Anfang, aber glänzte, indem viele Sachen teurer wurden, indem man die Übersicht nicht mehr hatte. Also es war eigentlich nicht nur eine Erfolgsgeschichte, weil da viele nicht direkt wahrnehmbare Komponenten dazu kamen, die man vermutete, ausrechnete, die aber in den Wind gingen. Und man dann immer weitergemacht hat, bis diese einen Länder
zu wenig verdienten und die anderen zu viel, und bis dieses Gefälle so groß wurde, dass es heute jeder begreift oder begreifen muss, dass man mit diesem Gefälle nicht weiter eine EU, eine anfängliche EWG, aufrechterhalten kann. Also unter Neptun, die Sonne vom Euro wird auf den Neptun stoßen, und zwar in einer Konjunktion. Und das ist das Stichwort Auflösung. Nur wird sich natürlich eine Währung, wie es der Euro ist, mit über 20 Ländern, die in, glaube ich, haben, oder um die 20 Länder, die ihn verwenden, wird nicht einfach über Nacht austauschbar sein, weil sonst könnte man am anderen Morgen nicht einmal mehr das Frühstück bezahlen. Und es ist auch nicht so, dass diejenigen, die ihn eingeführt haben und denen daran lag, dass die ihn weghaben möchten, sondern im Gegenteil, die kämpfen wie verrückt, dass ihm nichts passiert oder dass diese Gemeinschaft mit diesem Euro als energetischer Kleber, Geld ist Energie oder stellt Energie dar, dass die zusammengehalten wird, diese Gemeinschaft. Und die Wirkung davon ist genau umgekehrt, dass diese Gemeinschaft durch diesen energetischen Kleber brüchig geworden ist. Also, ich meine jetzt nicht einfach nur die Gespräche und diese ganze Situation mit Griechenland, das zuerst von den Amerikanern entwertet wurde, das Geld dort unten, weil sie sich einigen Einflüssen, die mit Ressourcen, also mit Öl einfach mit Bodenschätzen zu tun haben, sich entzogen haben und das nicht so wollten. Und dann kamen sie in die Bedrohung und sind sozusagen eben als arm und faul gebrandmarkt worden. Und die Auswirkung war dann entsprechend, und solche Dinge haben sich ja analog oder vergleichbar in geringerem Maße wiederholt. Nur ich glaube nicht, dass Neptun jetzt daran, also dafür sorgen wird, dass der Euro, dass man vor lauter Pumpen in die Regierungen, also in die Banken solcher Länder oder bestimmter Länder bankrott geht. Also das ja nicht. Aber Neptun löst auf, er lehnt ab, Neptun ist das große Nein der anderen, und er löst ab, lehnt ab, meine ich, und ich glaube, es könnte so
Der Grund könnte sein, dass viele oder zu viele, einfach zu viele Länder fahnenflüchtig werden vom oder über den Euro von der EU dann. Und das wäre dann so eine Auflösung, wie ich sie mir vorstellen könnte. Nur über die Gründe des Wie und Was zu spekulieren hat gar keinen Sinn. Wenn man den Abgang von Währungen betrachtet, astrologisch, also kosmologisch, dann liegt immer eine Konjunktion mit einem der großen Planeten vor und im Sinne dieses Planeten, also mit der Sonne vor, mit der progressiven Sonne vor, und im Sinne dieses Planeten, auf den die progressive Sonne stößt, geht dann die Währung zugrunde. Und bei Neptun versinkt sie wahrscheinlich. Ich möchte die Gründe eigentlich gar nicht nennen, ich möchte ja hier Astrologie zeigen, aber ich möchte sagen, dass sich der Euro eindeutig auflösen wird und das wird nicht einfach eine Trennung sein, sondern also des Geldmittels sein, wie bei diesem Beispiel der D-Mark. Und es gibt noch andere Beispiele, wo dieser Wechsel zum Euro, gibt es einige und also einige, wo die Daten parat sind, wo man nachrechnen kann. Sondern ich möchte sagen, dass die Gründe vielfältig sein können. Ich tippe, und das ist mir eigentlich Wurst, was sie sind. Mir kommt es auf das Resultat an, der Gestirne und Planeten. Ich könnte mir vorstellen, dass viele oder zu viele eben den Euro verlassen und dass dadurch dann das Geldmittel, also der Euro, schwach wird. Vielleicht in Ländern, in Industrienationen wie Deutschland sogar stark. Dann wird das Deutschland vielleicht nicht einmal betreffen, die werden dann mit dem Euro weiter wursteln. Nur ist dann vielleicht Italien nicht mehr dabei, Spanien könnte nicht mehr dabei sein, England sowieso nicht. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich weiß nur, was ich astrologisch sehe. Und ich bin immer ein bisschen, wenn ich diese Videos schaue von Geldexperten und so, die sich dann alle paar Tage oder alle paar Wochen widersprechen oder die seit Jahren schon sagen, der Euro fällt jetzt dann gleich in den Mülleimer, dann muss man das jetzt oder möchte ich das jetzt korrigieren. Er fällt nicht so schnell. Also es gibt. Ich habe das hier geschrieben, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe das nur so schnell gemacht. Es gibt schon 2015, wenn er im Gegenbogen über den Neptun geht, den er dann später direkt in der Konjunktion erreicht, also die Sonne, ich rede von der Sonne, gibt es, wenn sie Neptun Aspekt bildet im Ende Jahr 2015, gibt es schon leichte Zeichen. Aber so etwas reicht nicht aus, um eine Währung, die von zig Ländern gestützt wird, also gebraucht wird und Millionen Menschen damit handeln und Handel treiben, um die wegzufegen. Und das ist ja das Wunderbare, aber auch das Tragische, dass die Astrologie das zeigen kann, dass es trotzdem so sein wird.
Aber nicht 2015 und auch nicht 2016, wiederum Ende Jahr, wo es wieder im November genau, aber das wirkt immer 2, 3, 4 Monate plus minus Progressionen, das sind keine Transite. Auch dort gibt es dann eine Härtevorstellung mit Mars Saturn und die Sonne auf Ceres, die Klage der Ceres, also da sind Bedürfnisse und Bedarf an Bedürfnissen, die wieder für neue sorgen und wir sorgen ja für Bedürfnisse, weil wir den Bedarf erkennen an ihnen. Wir erkennen den Bedarf an Bedürfnissen und sorgen dafür, dass der Bedarf gedeckt wird auf jedem Sektor vom Markt. Also ich bekomme E-Mails und Sie sicher auch, die alles abdecken von Gesundheit, Glück, Erfolg, wie sagt man, Liebe, Versicherung, Absicherung, ob es die Autoversicherung ist oder die Hausratversicherung oder die Krankenkassen oder was weiß ich. Also man bekommt, das eine hat Sinn, das andere mal hat weniger, also gar keinen Sinn. Und man bekommt genug vor die Augen gehalten, was wir bedürfen. Und nun, das wird so gehandelt mit diesem Euro und man macht sich da, wie soll ich sagen, die Experten machten eine Prognose, der Euro hält nicht mehr lange und so weiter. Und sagen aber kein Datum, sondern die würden sagen, sie hätten es gesagt, wenn es morgen passieren würde, und werden auch sagen, wenn es in 3 Jahren passiert. Also astrologisch ist es so klar und deutlich, mindestens jetzt, dass die Sonne auf den Neptun kommt, also in einer Konjunktion, wie damals bei der D-Mark, was Sie auf dem Bildschirm hier sehen werden. Und sie kam ganz genau auf den Saturn, als dann im Dezember 2001 sie abgelöst wurde auf den Januar 2002 vom Euro. Und hier ist es 2018, wo die Sonne auch ganz genau auf den Neptun gerät. Und da ist noch anderes mit im Spiel, nämlich der Meridian. Wir haben hier ein ziemlich genaues Datum von der Grundsteinlegung des Euro, sage ich jetzt mal, die also mit dem MC stimmt. Und das MC ist nach diesem Datum progressiv dann im Gegenbogen auf den Pluto, was ja Sterben bedeutet. Also beides zusammen, Auflösung und das persönliche Objekt, pardon, das persönliche, also das Objekt des Euros, ist der Meridian von diesem Horoskop. Und der hat dann den Pluto, also das Grab, der wird begraben. Und das ist 2018. Und zwar ziemlich spät 2018. Es kann aber sein, dass sich das schon vorher eingestellt hat und dann das Ende bei der Exaktheit schon da war, kurz vorher. Eher nicht, denn meistens muss die Sonne bei der Sonne, das ist Inhalt und Form und
man sagt Geist und Körper, Körper und Geist, also man gibt der Sonne viele verschiedene Definitionen, aber eigentlich ist es einfach der Inhalt, es ist das Ganze. Die Sonne ist das Licht unserer Gefühle, nicht unseres Denkens, oh je, unserer Gefühle, die dann mit diesem Stoff, mit dieser Energie der Sonne, die so schnell ist wie unsere Gefühle, dann lineare Gedankenformen erzeugt. Wir erzeugen dann Denken, also mit dem Denken Gedanken, lineare. Die Gefühle, die sind, wenn man sie darstellen würde, eher rund. Also, ich bitte Sie, das mal anzuschauen und der Text, so als Erinnerung dazu, ist im Groben hier unten auf Tafeln zu lesen. Also es wird Mitte bis Ende 2018, bis sich genügend Länder und ihre Banken oder ihr Volk hoffentlich leider dann besonnen haben und sagen wir, kehren vielleicht zur alten Währung zurück, ich weiß es nicht, aber sie kehren dem Euro den Rücken und das ist gar nicht gut für die EBG, also für die ehemalige EBG, für die EU. Das spaltet diesen Verein. Denn etwas anderes ist es ja eigentlich nicht. Europa bliebe und bleibt Europa auch ohne Brüssel und ohne Straßburg und ohne diese, wie sagt man, diese Angestellten, die da dort den Mund vollnehmen und ich weiß ja nicht, was die träumen, ob das, die merken doch, dass es den Jungen und den Alten durchs Band weg, also durch Europa hindurch schlechter geht, keine Arbeit und die Betriebe und die mittelgroßen Betriebe und Kleinbetriebe, die Bauern, das hat jetzt nicht mit Sanktionen und dergleichen zu tun, mit diesem Euro eigentlich kurz nach der Einführung, kurz nachdem unser Lebensstandard geldmäßig teurer geworden ist, teurer wurde, gar nicht viel anfangen können oder gar nicht glücklich darüber sind. Es ist halt besseres Übel als gar nichts. Aber ich will mich da nicht wieder auslassen, sondern jetzt schauen Sie zuerst, wie die D-Mark ging als Beispiel, damit man nicht sagt, ja, also das muss ja nicht so eine große Wirkung haben. Schauen Sie die D-Mark, wobei ich, wie gesagt, habe die Sonne bei der D-Mark auf den Saturn kam. Auf der rechten Zeichnung, wo zwei drauf sind, sieht man dann die roten Striche, die die Sonne seit der Geburt der D-Mark, wo sie 1948, glaube ich, von Amerika gekommen ist, gemacht hat bis zum Saturn. Und so exakt, also Sonne, Saturn, das ist reduziert auf das pure Selbst, ja. Und das ist bei der D-Mark geschehen, also noch weniger. Wir haben die D-Mark in Erinnerung und es gibt sie in unserer
Fantasie hatte sie, also wir erinnern uns an sie, ja, aber sie ist nicht mehr da. Und es muss ja auch nicht jetzt nur Deutschland betreffen, was ich da sage, sondern es geht um den Euro. Und beim Euro würde Saturn nicht reichen, weil man Saturn eben noch erreicht. Also das und der Saturn hat Grenzen, also der ist ja der Herr der Zeit, der Herr des Denkens, also ist ein Geldmittel, ist ja auch ein Denkmittel. Was mache ich damit und was will ich? Und ich kann fordern mit Geld, ich kann etwas kaufen, ich kann mich ernähren damit. Und das würde beim Euro, der alle Länder umfasst, also umgreift, alle Länder, die damit handeln, nicht reichen. Denn nur dann, wenn sie sich mit einer anderen Währung schon geplant, also angefreundet oder mit dieser Idee schon angefreundet hätten, dass sie das ersetzen wollen, was überhaupt nicht der Fall ist, sondern der Euro, der wird ja so, wie man das so, auch wenn man gar nicht groß lauscht, hört, der wird ja verteidigt als, das ist ja sakrosant, also der darf ja überhaupt nicht, dem darf überhaupt nichts passieren, weil sie natürlich wissen, dass alle die Länder durch den Euro verbunden werden. Und da braucht es natürlich auch die Exaktheit, 2018, aber mit Neptun. Neptun, der ist weit, das geht um die Welt, das ist nicht Steuern bezahlen und dann hat man Ruhe, sondern Neptun ist auch eine ganz andere Art. Neptun geht gar nicht darum, dass der etwas verlangt wie Saturn als Gegenleistung, sondern Neptun löst einfach auf, sagt nein, ist unbegriffen, wird nicht begriffen. Und auch die Länder, die dann austreten oder die schon wie England sich mit dem Gedanken so sehr, glaube ich, angefreundet haben, ohne die EU zurechtzukommen, die passen ja nicht in die EU. Warum denn? Das ist ja Amerika, England. Dass die dann sich wegschleichen, das wäre ein Wort für Neptun, dass die Nein sagen, dass die sich abwenden, das sind Worte für Neptun, dass sie ernüchtert sind, wie die Griechen, die wohl oder übel sich helfen lassen müssen, weil man sie zu Hilfsbedürftigen gemacht hat. Also auch dort ist Bedarf gemacht worden. Bedürftigkeit. Schrecklicher Art. Also es soll die Schulen und die Sanitätswesen und die Gesundheitswesen und so soll nicht mehr für alle gewährleistet sein und wahrscheinlich auch andere Dinge. Nicht. Also, das muss schon dann die Genauigkeit auf Neptun kommen, die Sonne. Und dann wird der Inhalt, der diese Sonne manifestiert, den sie symbolisiert, wird dann aufgelöst. Und das ist der Euro. Und da braucht man nicht Bücher zu schreiben, da braucht man nicht zu philosophieren, da braucht man nicht Aktienkurse und da braucht man nicht, wie sagt man, Devisenhändler zu sein und Auf- und Abstieg und so, da kann man der Energie, dem gestirnten Himmel mehr vertrauen, denn der hat uns aus Erfahrung mehr gezeigt, das heißt, es gibt da gar keine Probleme, es ist immer da. Nur man sagt es nicht vorher, jetzt schaut ich es an, weil
weil es ein Thema ist. Aber wie viele Horoskope von Menschen oder so, muss man auch nicht, aber wie viele Horoskope von Vorfällen, wenn man wüsste, wer oder was für Dinge gefährdet sind oder so, könnte man vorher anschauen und wie Erdbeben, was ich auch schon getan habe, und sagen, auch stimmt es. Ich will hier jetzt hier nicht aufschneiden damit, aber es ist so. Und wie viel könnte man da anschauen? Und vielleicht, wenn man nur ein Ding verhindern könnte. Ich bin eigentlich der Meinung, man kann es nicht. Auch wenn man es weiß, nützt einem das nicht, sondern es führt das dann gerade noch, vielleicht in abgeänderter Form, aber es führt es herbei. Also nützt das nicht viel. Aber wenn man nur an einem Ort etwas verhindern könnte oder es mildern könnte dadurch, dass etwas anderes ist, wäre das schon viel. Nur bei einer Währung darf man das auch prognostisch sagen, weil das ist nun nicht, auch wenn es alle angeht, es ist nicht zu ändern und es wird eine andere Form geben, es muss eine Lösung geben oder eben keine, und dann müsste man erst recht davon reden. Also gut, schauen Sie sich das bitte mal an und nehmen Sie den Eindruck davon, dass Sie 2018 nach 2018, Ende 2018, es beginnt schon in der Mitte vom Jahr, auf den Euro verzichten müssen, je nachdem, wo Sie wohnen, also in welchem Land Sie wohnen. Vielen Dank und ja, vielleicht hören wir uns wieder. Tschüss.